Du diese hohle Gasse Musik kommen. Susi macht sich wieder auf Tour, auf eine Zweitagestour. Frühmorgens, wie sie sonst auch immer startet. Seid herzlich gegrüßt vom schon sehr geschäftigten Patschi. Er hat schon Wildspuren vorher gerochen. Und von mir, der Susi. Ja, wir fahren oder laufen im Moment gen Osten. Es ist 8.21 Uhr, wir sind eine gute halbe Stunde unterwegs. Und es ist der 24. September. Der Wetterbericht hat eine himmlische Prognose, 24 Grad, morgen sogar noch wärmer, in der Nacht nicht unter 10 Grad, heute früh hat es 6 Grad gehabt in der Früh. Da bleiben wir. Es ist Samstag, der 25. September. Die Sonne steht schon hoch und ja, sie blendet ein bisschen, aber sie wärmt auch schon. Wir machen keine große Tour, weil morgen ist ja Wahlsonntag und da möchte ich um 2, 3 zurück sein. Es wären auch nicht viel Kilometer, mehr als 50 wären es sicher nicht. Patschi guckt. Weil da ist aber nichts, niemand. Er ist noch ganz frisch und ausgeruht. Ich habe mein großes neues Spektiv dabei und ich möchte einfach in die Natur, in der Natur sein und Tiere beobachten und hoffe, dass wir oder ich einige zu Gesicht kriege. Für einen Patschi wünsche ich es weniger, weil der kann denn die Klappe nicht halten. Also, los geht's. Weiter geht's. Kabub. Wo guckst du hin? Autos. Die schauen in der Ferne immer so aus wie jagdbar. Und der Depp, der springt auch hin. Ich glaub's ja nicht, wer da kommt. Patschi glaubt's auch nicht. Er ist ja unglaublich, der Hans. Ihr Wahnsinn! Hey. Jetzt sag mal, jetzt muss ich ausschalten, jetzt gibt es eine Umarmung. Das wird unser Frühstücksplatz. Wie sie alle rüberschauen. Das ist für mich gewohnt.
interessant. Muss der Kaffee sich da antikuliert oben irgendwann. Was ist denn hier dann? Muss ich beim Kaffee melden. Muss ich beim Kaffee melden. Hier unser zufrieden, gefressen, heute was. Beide da, das hat er ja noch, da erlebt er ja ganz selten bei diesen Touren. Hier, Hatschi steigt wieder ein. Jetzt frühstücken wir noch gemeinsam und dann geht's wieder zurück für mich. Susi, macht weiter. Wir tun noch ein bisschen weiter strabanzen. Ja. Mhm. Der Sommer ist aus See, ich muss oben ins Tal. Für die Gott mei, schöne Alma, für die Gott tausendmal. Schei Stadt ist schon worden, ja, kein Vogel singt mehr, ja, und es war schon der Schneewind vom Wetterstor her, ja, und es war schon der Schneewind vom Wetterstor her. Und wir fahren auch wieder weiter. Endlich, Gapazzi. Wir sind jetzt da, wo im Sommer die Frösche so gequakt haben. Mal schauen, was da für Vögel gibt. Da ist nämlich der Teich hinter dem Klärwerk. Ganz ruhig ist es dort. Auch Blässhühner, oh wei. Ja, das ist natürlich blöd.
Aufbruchstimmung. GoPro muss geladen werden. Der Akku. Wir sind an unserem nächsten Spot angekommen. Es ist nach 1 Uhr und jetzt machen wir Mittag. Ein schöner Einstieg. Oh, das muss vorher noch sein. Und den reißenden Fluten. Hatschi ist gerade gern wieder eingestiegen und ich fahre jetzt noch ein Stückele. Wir sind jetzt bestimmt 2-3 Stunden nur gelaufen, gestanden, gesessen, Vögel beobachtet. Und jetzt geht es da mal weiter. Da vorne ist eine Sperrung, aber das macht nichts. Weil wir ja sowieso nur hier die Gegend unsicher machen und kein Ziel haben, wo wir hin müssen. Da haben wir jetzt so einen schönen Weg. Da wird wieder gelaufen. Wir sind wieder bei unserem Lieblingsplatz an der Vils. Atje hat sich ein schattiges Plätzchen gesucht. Und hier waren wir ja letztes Jahr auch schon mal. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr zu welcher Jahreszeit. Auf jeden Fall war es nicht so dicht bewachsen, das Ufer. Habe ich gerade geschaut.
Im Wohnwagen hat es gerade 40 Grad und draußen hat es 22,1. Also die Sonne, die wärmt so. Mir ist auch noch so warm, dass ich gar nichts kochen will. Ich brate nur ein Tofu mit einem Brot und warmes Wasser für die Thermoskanne. Und dann hat sich's schon. Ein Tofu aufs Brot und fertig. Das lasse ich und dann gleich ausnutzen noch fürs Wasser. Ach, das ist jetzt genau das richtige Essen. Und wenn dann die Sonne weg ist, dann wird es sicher schnell kühler. Und dann können wir drinnen Ruhe geben und dann kommen die Vögel. Tauschen wir die Tagesdecke wieder vom Patschi. Kriegt er die trockene in der Nacht. Eine flauschige trockene. 18.35 Uhr. Wir verziehen uns jetzt nach drinnen. Dann haben nämlich die Vögel keine Angst und kommen, wenn sie uns nicht sehen. Und vor allen Dingen die Biber und die Biebermann. Wasser muss noch rein. So langsam wird es still. Die Sonne geht unter und wir gehen jetzt rein. Guten Morgen. Patschi hat es vorgezogen, wieder einzusteigen, nachdem er pieseln war. Heute ist sie vom Taunus.
dem Wasser ist es heute so still. Keine Bisamratte, kein Biber. Immer wenn ich rausgeschaut habe, dann war das Wasser ganz still. In der Nacht hat es mal ein paar Mal schon laut geplatscht, aber da sehe ich ja nichts. Dürfte 7:30 sein, mein Schatten ist noch ganz lang. Sie liegt immer noch drin. Es ist aber auch klatschnass draußen. Es hat jetzt, es ist 7:45 und da ist alles wunderbar trocken. Wenn der ganze Tau auf dem Fahrrad wäre, also und auf die Taschen, das wäre einfach unangenehm. Und so ist jetzt alles schön trocken. Durch die Plane. Und die ist nach dem Abschütteln noch glitschnass. Um 7:45 waren es 8 Grad und jetzt, dreiviertel Stunde später, sind es schon 12. Also das geht jetzt ziemlich schnell mit der Sonne, dass es warm wird. Jetzt komm mal raus, ich muss mal da rein. Das steigt wieder ein. Ist auch recht. Ist auch recht. Guten Morgen. Patschnass ist das Gras noch und ich habe klitschnasse Füße bekommen. 7:45, 8:30 sowas sind wir aufgebrochen und jetzt ist schon 9:50. Die Marmelade kocht schön. Es kommt auch noch der Beerensaft dazu, der jetzt ein bisschen verdampfen muss. Braucht natürlich Spiritus, aber nachdem das nur ein Wochenendausflug ist, wenn ich länger unterwegs wäre, naja, dann müssten wir irgendwo Spiritus. So, jetzt dürft ihr es gleich haben. Ich denke, ich riskiere ausschalten. Wie viel Feuer haben wir noch? Ja, das geht auch aus. Das war ja perfekt. Dann lasse ich das noch runterbrennen. Und dann stelle ich es im Gras und dann denke ich, dann wird es noch dicker werden. Marmelade ist richtig gut geworden. Schmeckt auch. Boah. Der Rest, was im Topf bleibt, was nicht aufs Brot gepasst hat, das wird dann ein lecker Saft noch. Und jetzt die Zutaten für den Kaffee noch.
Und dann wird Kaffeewasserhals gemacht. Das lag eine Weile. Kaffee lasse ich noch draußen, kann leicht sein, dass es noch mal einen gibt. Der schmeckt einfach zu gut. So, und alles, was ich jetzt nicht mehr brauche, geht wieder rein. Gekocht habe ich da jetzt rein. Und jetzt auf zum Kaffee. Die Sonne ist schon so heiß, dass es eine Freude ist. Da ist auch immer noch, das schütte ich dann auch immer noch mit rein. So, sauber gemacht wird später, dass der Kaffee nicht kalt wird. Und das Heiße tue ich in die Thermoskanne, habe ich schon gesagt, ne? Weil im Alutopf wird es so schnell kalt. Es ist einfach zu schön. Hatschi ist ausgestiegen, lag jetzt ungefähr 10 Minuten in der Sonne und ist jetzt gerade in Schatten gewandert oder Halbschatten. Ein Eisvogel kam vorher auch vorbeigeflogen. Meine Töpfe habe ich alle in so Beuteln, weil die doch immer rußig werden. Und dann sind die da gut aufgeräumt. Den Beutel kann man mal waschen und fertig. Letzten Mal hat das alte Haus noch gestanden mit dem schönen Blumenschmuck von dran. So, Patschi, hoffen wir, dass da einen Einstieg gibt für dich. Einen flachen. Aber da vorne schaut es recht gut aus. Warte mal noch ein Stückchen weiter vor. Guck mal. Das muss doch gehen hier. Hier, hm? Ja, toll. Ja, super. Das ist ja fast perfekt. Das ist das kleine Filztal.
das Tal von der kleinen Vils. Da müssen wir jetzt ein Stückchen Straße fahren. Ist aber kaum jemand unterwegs, weil gesperrt ist. Da wird auch wieder Brücke gebaut. Ich hoffe, dass ich mit dem Wohnwagen durchkomme. Da ist so für Fußgänger so ein kleiner Abschnitt. Aber den hatte ich das letzte Mal umfahren, wie ich mit dem Petego unterwegs war. Und habe mir nicht für Wohnwagen tauglich angeguckt. Aber vielleicht kann man ein bisschen was zurechtrücken, wenn es nicht geht. Jetzt sind wir erst auf den neuen Fahrradweg runter. Ups, da brauche ich beide Hände. Hi Patschi. Ja, gleich fahren wir wieder. Jetzt sind wir nämlich an der Baustelle und ich bin gespannt, wie viel sich geändert hat. In 2 oder 3 Wochen ist es her, dass wir da waren. Aber so viel Krach gemacht, dann haben mich 2 überholt. Ah, bin gespannt, ob ich da durchkomme. Da vorne. Es wird eng da durch, hat der eine gemeint. Schaue ich mir das erste Mal an. Ja, das geht. Ein bisschen weiter raus tun. Geht, geht, geht. Müsste man durchkommen. Habe ich es um das noch hinterbuxiert. Also da kommen wir durch. Jetzt habe ich noch eins rausgerutscht. Jetzt dürfte es gehen. So, immer schön die Mitte. Ist ja noch breiter als bei uns das Hoftor. Der Schotter bergab. Gut. Geht leicht, geht leicht. Auch locker. Ganz leicht. Jetzt Schiebehilfe bergauf. Jetzt kriegen wir. Schon durch. Jetzt biege ich noch mal ab auf dem Feldweg, dann machen wir noch mal ein Päuschen. Weit haben wir es ja nicht mehr heim. Holzbrücke, ich glaube, da kommen wir gar nicht durch. Doch, geht. Das, was wie eine Schranke ausgesehen hat, das waren bloß diese ganzen Geländer und Wehr. War eine Brückenbohle ausgebrochen und ich musste schnell ausweichen.